So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das beste Event, was es je gegeben hat, geben wird und gibt, ist zurück, ne? Also noch nicht ganz, aber die Abenteuerwoche 2019 wurde angekündigt. In der einen Übersetzung steht vom 1.6. bis zum 11.6., aber das wäre ja über eine Woche, die geht ja nur eine Woche, denn richtig ist der 4.6., der 4.6., 22 Uhr bis zum 11.6., 22 Uhr. Das ist richtig krass, ihr kennt das ja schon aus der Vergangenheit. Gesteins-Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis, in Raids aus Eiern und aus speziellen Feldforschungen. Und jetzt habt ihr also wieder die Möglichkeit, vermehrt Lavita zu fangen, Bonbons zu farmen, natürlich auch auf Kleinstein-Suche zu gehen. Wer da immer noch keinen Shiny hat, kann da ordentlich zuschlagen. Oder das gleiche gilt auch für Ammonitas, Kabuto hin und her. Die waren ja die Stars der vergangenen Abenteuerwoche. Habe ich leider keins bekommen, habe glaube ich auch gar nicht so intensiv gezockt, aber viele haben das Event genutzt aus anderen Gründen, die auch noch gleich kommen. Diesmal gibt es auch natürlich neue Shinies, denn die schillernden Formen von Onyx, Lillip und Anorith sind verfügbar, sind fangbar. Onyx ganz besonders krass, denn die Weiterentwicklung ist dann wieder so goldig schimmernd, was ich richtig cool finde. Dann gibt es wieder vierfache Kumpel-Bonbons und... ja, das passt natürlich auch. Jetzt sind ja viele neue Gen 4 Pokémon dazugekommen, die man natürlich noch entwickeln möchte, womit man laufen mag. Da könnt ihr auch fleißig Bonbons sammeln und das Ganze ist ja eh darauf ausgerichtet, viel zu laufen, viel unterwegs zu sein, die Umgebung zu erforschen, neue Pokestops zu finden, denn das ist der wichtigste Punkt. Es gibt wieder mal 10-fache Erfahrungspunkte beim Drehen der Fotoscheibe von neu besuchten Pokestops. So, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Unter anderem gibt es dann auch, wenn ihr die 50 Kilometer bei der wöchentlichen Belohnung erreicht, diesmal 50.000 Sternenstaub als Belohnung und 15 Sonderbonbons, was auch richtig krass ist. Komischerweise habe ich es bisher noch nie geschafft, die 50 Kilometer zu erreichen. Keine Ahnung warum. Mein Abenteuer-Sing funktioniert da immer nicht so genau so richtig und wenn ich so unterwegs bin, vergesse ich meistens die App anzumachen oder mal drauf zu gucken und wenn sie geschlossen ist, ist meistens auch das Abenteuer Sync nicht verlinkt und nicht angehakt, deswegen zählt da auch nichts dazu. Aber mal gucken, wie wir es jetzt machen, ob wir die 50 erreichen, die 50.000 Sternenstaub extra dazu nehmen, das ist schon eine krasse Sache. Aber das krasseste natürlich die 10-fachen Erfahrungspunkte, denn mit Glücksei sind das dann die 20-fachen Erfahrungspunkte pro gedrehtem Stop. Und entweder sind das jetzt 5.000 pro gedrehten Stop oder 10.000, ich weiß gar nicht, ich dachte immer es gibt 500 pro neuen Stop, im Event dann eben 5.000 mit Glücksei, 10.000. Irgendjemand hat jetzt geschrieben, dass es mit Ei dann 5.000 gibt, weil es normal nur 250 gibt für den neuen Stop. Egal ob 5.000 oder 10.000, auf jeden Fall ist das richtig krass. Und da wird mein Ziel natürlich sein, den Ivar Pikant Account und den Ivar Kids Account auf Level 40 zu bringen. Dazu benötigt man natürlich viele neue Stops und... das haben letztes Jahr auch schon Leute genutzt, ich leider nicht. Ich habe da auf der faulen Haut gelegen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das gar nicht so realisiert, wie krass das ist. Aber die anderen habe ich gesehen, die sind jeden Tag einmal dahin gefahren, den nächsten Tag Ausflug dorthin, dahin, immer in die nächstgrößeren Städte, wo sie noch nicht waren, wo sie noch nicht gespielt haben und haben da einfach alles mitgenommen, sind mit Level 30 Accounts losgezogen, kamen nach 3-4 Tagen mit Level 40 Accounts zurück. Da seht ihr, wie effektiv das ist und wie wenig Level 40 momentan eigentlich noch wert ist. Diejenigen, die Level 40 haben, können natürlich auch ihre Erfahrungspunkte weiter pushen, damit sie irgendwann auch 100 Millionen haben, so wie Brandon Tan oder sonst was. Und ich versuche also meine zwei kleinen Nachzügler-Accounts in der Ivar-Familie, den Pikant und den Kids, jetzt auch auf Level 40 zu ziehen während des Events. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und es gab ja auch Leute letztes Jahr, von denen wurde ja berichtet, einer hat sich einen komplett neuen Account gemacht und hat es innerhalb von 4 Tagen geschafft, von Level 1 auf Level 40 zu kommen. Das ist schon krass, einfach nur durch Stops drehen. Beim Levelaufstieg gab es ja dann immer die Glückseier dazu, vielleicht hat er auch welche gekauft, weiß man jetzt nicht. Phoenix hat berichtet, es gab auch einen in Österreich, der hat es in 3 Tagen geschafft, in 3 Tagen Level 40 erreicht, mit einem neuen Account.
Auch richtig gute Sache natürlich. Also da wird ordentlich was abgehen. Und wer das Event nicht nutzt, der ist selber schuld. Denn ein Jahr lang haben wir jetzt drauf gewartet. Vergesst mal doppelte Raid-EP und irgendwas. Wenn ihr dann einen Raid macht, drei Raids in 120.000 in einer halben Stunde, das ist nichts. Wenn ihr mit Glücksal jetzt rumlauft und alles dreht, was es zu drehen gibt, dann rastet ihr komplett aus. Und dann geht hier jeder mit so einem Batzen EP hinaus. Also ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. Nicht nur, dass es wieder mal richtig coole Pokémon gibt und richtig effektive, sinnvolle Pokémon dann zu fangen in der Wildnis. Nein, auch neue Shinies, neue Formen, neue Raids. Und dieser Sammelaspekt mit diesen neuen Stops und den EP und einfach komplett, also da wird schon wieder so viel geboten. Und jetzt ist das Relaxo noch da, das muss auch erstmal weg. Cresselia ist ja auch immer noch da und es ist so vieles wieder auf einmal. Kommt man gar nicht hinterher. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Abenteuerwoche. Und diesmal werde ich reinhauen. Nicht so wie beim letzten Mal, da habe ich wirklich eine Woche lang nur da gesessen auf dem Sofa, habe an die Wand gestarrt und gedacht, warum ist denn keiner da, wo sind die denn alle? Aber jetzt, der Ramses, der wird auch unterwegs sein und der wird alles mitnehmen, was geht. Und dann gucken wir mal, ob wir uns mit Level 50 dann zurückmelden. Nee, Spaß, das gibt's ja noch gar nicht. Aber EP-Farmen ist immer gut, auch bei sowas, nutzt das mal, denn irgendwann wird die Level-Erweiterung kommen. Und dann ist gut, wenn man sich da schon mal ein Polster angelegt hat. Wie findet ihr die Abenteuerwoche? Freut ihr euch? Wie findet ihr das Event? Wie findet ihr vor allem die neuen Shinies? Und was ist euer Liebling? Onyx, Lillab oder Anorith? Was findet ihr am krassesten? Natürlich wieder, jetzt braucht man wieder da zwei. Das ist wieder Stress pur. Aber mal gucken, wenn die häufiger erscheinen, vielleicht haben die auch eine gute Rate. Und es ist gar nicht so schwer, die zu kriegen. Und im Vergleich zu anderen Events, weiß ich nicht, bietet das irgendwie viel mehr als andere. Bei anderen wurde ein Shiny eingeführt und dann gab es so ein paar Boni, aber hier, das ist richtig krass. Auch die Bonbons erlaufen natürlich für die Buddies und die Entwicklungen. Super Sache. Ich bin gespannt, ich bin gehypt. Ihr seid es bestimmt auch. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.